Voraussetzung für Innendämmung wäre erstens, wenn es aufsteigende Feuchtigkeit gibt, also die Wand irgendwie innen feucht ist, dann muss das erst einmal abgestellt werden, sonst führt das ziemlich schnell zu Bauschäden. Also jetzt aufsteigende Feuchtigkeit, Feuchtigkeit von unten. Hohe Schlagregenbelastung von außen, Schlagregengruppe 3, dann wird ein Schlagregenschutz benötigt. Das kann ein Dachüberstand sein, das kann eine Hinterlüftung vor der Fassade sein, das kann aber auch eine Beschichtung des Außenputzes sein. Das ist also wichtig, dass dieser Schlagregenschutz da ist, sonst kommt zu viel Wasser in die Wand und die Wand feuchtet dann möglicherweise auf. Wenn es irgendwelche undichten Stellen oder Leckagen gibt, das ist das hier, dieses Symbol hier oben, dann müssen die erst repariert werden. Das ist wichtig, dass die Wand nicht nachträglich feucht wird. Nasse Baustoffe, also wenn Sie beispielsweise hier Baufeuchte in die Wand reinbringen, weil Sie an manchen Stellen vielleicht den Innenputz ausbessern, dann muss das vorher trocknen. Ganz wichtig, wasserführende Leitungen. Wenn Sie Kaltwasserleitungen, Warmwasserleitungen oder auch Heizungsrohre in der Außenwand haben, die Außenwand wird durch die Innendämmung deutlich kälter. Das bedeutet, möglicherweise können wasserführende Leitungen einfrieren, auch Heizungsleitungen, wenn die Heizung nicht in Betrieb ist, Winterurlaub zum Beispiel. Das bedeutet, Sie können nur dann eine Innendämmung anbringen, wenn Sie wasserführende Leitungen in der Wand haben, die vorher verlegen. Also verlegen heißt in diesem Fall umlegen, aus der Wand rausnehmen zum Beispiel. Und wenn ein beschädigter Außenputz da ist, dann sollte der erstmal ausgebessert werden, auch bei geringeren Schlagregenbelastungen. Holzbalkendecken. Wenn Sie eine Holzbalkendecke haben, dann sollten Sie auf jeden Fall einen Fachmann hinzuziehen, der die Situation sich genau anschaut. Also, die Anleitungen, die wir hier gemacht haben, die sind für die Situation Stahlbetondecke oder eine andere Decke, die eben nicht gefährdet ist, dass sie anfangen kann zu faulen oder zu rosten oder sonst irgendwas. Die gelten für einen Außenputz, der intakt ist. Keine wasserführenden Leitungen in der Wand. Die Wand muss trocken sein. Das ist ganz wichtig. Wolfgang Feist hat eine sehr gute Infos zum Thema Innendämmung auf Passipedia zusammengestellt. Ich rate jedem, der eine Innendämmmaßnahme selber plant, sich da erstmal zu informieren. Der QR-Code, der führt direkt auf diese Abteilung von Passipedia. Sie können sie auch hier eingeben, passipedia/baulich/Wärmeschutz durch Innendämmung. Da ist das Ganze nochmal sehr gut und anschaulich auch erklärt. Ausführung der Innendämmung. Da sind zwei Dinge auf jeden Fall ganz besonders wichtig. Das erste ist der luftdichte Aufbau. Das heißt, es darf keine Hinterströmung geben. Sehen Sie hier in der Grafik beispielhaft, wenn beispielsweise Luft irgendwo in die Konstruktion eindringt, dann kühlt die sich ab. Dadurch erhöht sich die Dichte der Luft. Das heißt, sie fällt nach unten und dringt etwas weiter unten irgendwo wieder durch die nächste undichte Stelle in den Raum hinein. Fast zwangsläufig kommt es dann dazu, dass die Luft so kalt wird, dass es Kondensat gibt. Das heißt, Sie bekommen hier flüssiges Wasser, Feuchtigkeit zwischen die kalte Außenwand und die Innendämmung. Das kann erstens die Wirkung der Dämmschicht beeinträchtigen und viel wichtiger, es kann zu Schimmel kommen und auch zu Bauschäden. Das heißt, Innendämmung funktioniert nur dann, wenn sie wirklich luftdicht ist. Das ist das A und O einer Innendämmung, dass sie luftdicht ist. Zweiter Punkt, Wärmebrückenreduktion. Und zwar an den Decken, an einbindenden Innenwänden und in den Fensterleibungen. Bei Decken und einbindenden Innenwänden können Sie es so machen, dass Sie hier Dämmkeile anbringen. Also das ist die alte Wand, hier die neue Innendämmung und hier dann einen Dämmkeil, der die Temperatur an der Wand anhebt und gleichzeitig die Wärmebrücke reduziert.
Diese Innendämmkeile sind ganz einfach zu machen. Ich komme gleich im Beispiel noch drauf. Dazu gibt es demnächst dann auch eine eigene Anleitung, wie Sie diese Dämmkeile herstellen können und wie Sie auch bestehende Innendämmung ohne Dämmkeile eben mit diesen Dämmkeilen ertüchtigen können. Also auch ganz wichtig, Wärmebrücken reduzieren. Hier eine andere Situation, da gibt es vielleicht hofseitig eine Außendämmung und straßenseitig dürfen Sie vielleicht keine Außendämmung anbringen, aus Denkmalschutzgründen zum Beispiel. Dann gibt es hier die Innendämmung und dann ist es eben wichtig, dass die Außendämmung und die Innendämmung ein Stück überlappen. Das hier soll ein Regenfallrohr sein, dass sie ein Stück überlappen, um hier die Temperaturen hochzuhalten und die Wärmebrücken zu reduzieren. Auch hier können Sie natürlich einen Dämmkeil verwenden, das ist klar. Hauptsache, da ist auf der Seite irgendwo ein Dämmstoff. Auch hier muss kein Keil sein, sondern es kann genauso gut ein Stück Dämmstoff sein. Warum der Keil? Naja, weil dann der Übergang ein bisschen weicher ist und das vielleicht besser aussieht. Aber einfacher und auch preiswerter ist es natürlich, wenn Sie hier einfach ein rechteckiges Stück Dämmung ansetzen. Sowohl die Dämmkeile als auch ein rechteckiges Stück Dämmung, so vielleicht, naja, irgendwie 25 cm. Es ist da ein gutes Maß und die Dämmstärke, ja, zur Erhöhung der Temperatur reicht es völlig, wenn Sie da 2 cm haben an der dicksten Stelle, dass es keinen Schimmel gibt. Wenn Sie dann auf 4 cm oder sowas in der Richtung gehen, dann reduzieren Sie die Wärmebrücke nochmal ein bisschen mehr, aber 2 cm reichen als Feuchteschutz und als Schimmelschutz auf jeden Fall schon aus. Ja, Fensterleibungen sind auch wichtig, sowohl für die Reduktion des Wärmebrückenverlustkoeffizienten als auch für den Schimmelschutz, indem Sie die Temperatur erhöhen. Diese Leibungsdämmung kann auch aus einem anderen Dämmstoff sein, genauso wie dieser Dämmkeil aus einem anderen Dämmstoff als die eigentliche Innendämmung. Da sind also unterschiedliche Materialien durchaus kombinierbar. Diese Grafiken, die ich hier zeige, sind übrigens aus einer Broschüre zum Thema Innendämmung von der Landesenergieagentur Hessen, LEA Hessen, die wir im Auftrag der LEA gemacht haben. In diesem Jahr ist die online gegangen, ist also ganz neu. Die enthält nochmal viele Informationen, viele wertvolle und auch gut aufbereitete Informationen zum Thema Innendämmung, können unter www.lea-hessen.de in der Mediathek dann heruntergeladen werden. Lösungen für den Feuchteschutz gibt es im Grunde zwei unterschiedliche. Also wir haben schon gesagt, dass auf jeden Fall die Dämmung luftdicht sein muss. Trotz der Luftdichtung kann trotzdem noch in geringem Umfang Feuchtigkeit in die Wand kommen, nämlich durch Diffusion. Und können jetzt also durch Diffusion deshalb, weil die Luftfeuchte im Raum in der Regel höher ist als außen. Das heißt, Sie bekommen einen Diffusionsstrom, der von innen nach außen gerichtet ist, zumindest im Winter. Im Sommer dreht er sich dann auch um. Und diese Diffusion können Sie eben dadurch reduzieren, dass Sie eine Dampfbremse aufbringen. Wie das geht, kommt gleich noch. Das ist die erste Möglichkeit und die zweite Möglichkeit sind kapillaraktive Dämmstoffe. Das heißt, hier wird eine gewisse Diffusion zugelassen, aber die Luftdichtheit muss trotzdem stimmen, ganz wichtig. Diffusion wird zugelassen und der Rücktransport von dann flüssigem Wasser erfolgt eben durch die Kapillaren im Dämmstoff zurück in den Raum und deshalb kann sich dann eben die kalte Seite der Dämmung, die ja die alte Oberfläche des Mauerwerks ist, nicht zu stark auffeuchten. Beide Möglichkeiten gibt es. Für beide gibt es unterschiedliche Lösungsansätze und ich zeige Ihnen jetzt hier etwas ausführlicher die Innendämmung mit EPS-Verbundplatten, die wir zu einem System mit dampfbremsender Wirkung gemacht haben. Ausführliche Anleitungen gibt es auch hierzu. Da sind wir gerade am Aktualisieren dran. Warten Sie bitte noch ein paar Tage, bis Sie sich die runterladen. Dann haben Sie auch die aktuellste Version.
Genau, diese EPS-Verbundplatten, die wir hier verwendet haben, die sind eigentlich für die Dämmung der obersten Geschossdecke gedacht. Da können Sie Platten nehmen, die nicht begehbar sind. Wir haben hier dummerweise begehbare Platten genommen, die ein bisschen teurer sind. Die nicht begehbaren reichen völlig aus. Genau, Material und Werkzeug wieder. Hier diese Verbundplatte, die ein Nut- und Federsystem hat, dass sie auch gut ineinander greift. Dann brauchen Sie eine Säge. Hier ist eine Kreissäge abgebildet. Wir haben aber später eine Stichsäge genommen, einfach weil die Sägeblätter da billiger sind und beim Schneiden dieses Materials das Blatt kaputt geht. Und Stichsägeblätter sind eben billiger als Kreissägeblätter. Genau, dann brauchen Sie einen Akkuschrauber oder eine Bohrmaschine mit einem großen Forstenbohrer. Wozu der da ist, erkläre ich gleich noch. Natürlich einen Gehörschutz. Sie brauchen Klebeband zum Abkleben oder zum Herstellen der luftdichten Ebene. Wir haben verklebt mit einem PU-Schaum. Da lohnt es sich wirklich eine professionelle Schaumpistole zu kaufen. Ansonsten gibt es viel Sauerei. Immer dran denken, beim Schäumen Handschuhe tragen. Sie können das auch mit einem mineralischen Kleber machen. Das geht genauso gut, vielleicht sogar besser. Komme ich gleich nochmal drauf. Ja, und dann brauchen Sie eine Bohrmaschine für das Dübeln. Und wir haben hier einen zur Herstellung der erstens luftdichten und zweitens auch dampfbremsenden Ebene eine spezielle Farbe genommen, also einen Luftdichtheitsanstrich. Da haben wir auch einige zertifiziert. Können Sie in der Komponentendatenbank des Passivhaus-Instituts nachschauen, was man da nehmen kann. Sie können aber genauso gut so eine Badabdichtung, so eine Duschabdichtung, die gibt es auch zum Streichen, können Sie genauso gut verwenden. Das macht keinen großen Unterschied. Okay, ran an die Geschichte. Erstmal muss die Fußbodenleiste ab und eventuell auch die alte Tapete entfernen, wenn die alte Tapete nicht vernünftig tragfähig ist. Das müssen Sie einfach vorher austesten. Und im nächsten Schritt, wenn die Fußleiste ab ist und falls Teppich auf dem Boden ist, muss der weggeschnitten werden. Dann sind Sie auf dem Estrich und dann sehen Sie, zwischen Estrich und Wand ist ein Streifen, der keinen Estrich hat. Das ist die sogenannte Randdämmung, die dafür da ist, dass die Schallübertragung vom Estrich nicht auf die Wand stattfindet. Also das ist eine Schallentkopplung. Und das ist eine luftundichte Stelle. Die muss beseitigt werden und die beseitigen Sie eben dadurch, dass Sie vom Estrich oder wie in unserem Fall, da war fest verklebt ein PVC-Bodenbelag, ist das vermutlich, luftdicht an die Wand angeklebt wird, über diese Fuge der Randdämmung drüber. Wichtig ist, dass das Klebeband, was Sie hier zum Luftdichten verwenden, ein diffusionsoffenes Klebeband ist, damit hier auch Feuchtigkeit dann gut durch kann, durch die Wand oder wieder zurück, wenn es hier Auffeuchtungen gibt. Ja, dann kommt es auch schon zu den Platten. Mit diesem Forstner-Bohrer haben wir ein Loch gebohrt und zwar so, dass die Dämmstoffdübel, mit denen wir die Platte an die Wand dübeln später, verschwinden, dass diese Dübelköpfe verschwinden, damit wir sie dann später nicht in der Oberfläche sehen. Wir haben, wie gesagt, mit PU-Kleber geklebt und diese Dämmstoffdübel sind eigentlich nur dazu da, die Platte zu halten, bis der PU-Kleber abgebunden hat. Wenn Sie einen mineralischen Kleber verwenden, der eine gute Anfangsadhäsion hat, dann brauchen Sie diese Dübel nicht unbedingt und sparen sich wirklich viel Arbeit. Wir haben den PU-Schaum deshalb genommen, weil er sauberer zu verarbeiten ist. Es gibt bei dem mineralischen Kleber, den muss man erst anrühren und so, gibt es immer Sauerei. Ich glaube, wenn ich die Maßnahme nochmal machen würde, würde ich es tatsächlich mit einem mineralischen Kleber machen, weil es dann im Endeffekt doch schneller geht. Genau, dann kommt der Auftrag dieses Bauschaums außenrum. Und dann in der Mitte so ein Zickzack. Dann wird das an die Wand gedrückt und bei der untersten Lage wegen der Nut und Feder haben wir hier auf den Boden
nochmal einen Wulst gemacht aus PU-Schaum, der dann noch später noch weiter aufquillt, um ja hier eben diesen Schlitz, diese Nut dann noch zusätzlich zu schließen. Das gleiche an den Rändern, an den Wänden. Auch hier haben wir die Nut ausgefüllt mit dem PU-Schaum, der dann später noch auftreibt und so dann die Nut schließt. Das ist aber nicht die luftdichte Ebene, das ist wichtig. Die wird später noch mit dem Klebeband gemacht. Ja, dann wird durch die Platte das ist eine Gipsplatte übrigens, eine Gipsfaserplatte, die vorher schon aufgeklebt ist, durch die Platte durch den Dämmstoff durch in die Wand gebohrt mit der Schlagbohrmaschine und dann eben anschließend erst der Dämmstoffdübel eingeschlagen und dann der Spreizstift eingeschlagen. Das ist beides aus Kunststoff, verursacht ja keine praktisch nachweisbare Wärmebrücke. Also man kann die nachweisen mit Wärmestromprogrammen, aber das ist verschwindend gering, braucht man nicht zu berücksichtigen, vor allem nicht bei einem oder zwei Dübeln pro Platte. Was wir auch gemacht haben, das sieht man hier ganz oben im Bild. Wir haben jeweils so einen kleinen Filzstreifen. Ehrlich gesagt, das war ein Stück abgeschnittener Teppich untergelegt, um nochmal so eine Entkopplung zu haben vom Estrich und der Platte. Das haben wir später wieder rausgezogen und mit Acryl auch nochmal verfugt. Genau, und Schneiden der Platten, wie schon gesagt, nicht mit der Kreissäge wie gezeigt, sondern hier mit der Stichsäge, einfach weil die Sägeblätter preiswerter sind. Ja, einpassen. Die allerletzte Platte, da haben wir dann die Feder abgeschnitten und auch mit PU-Schaum wieder ausgeschäumt, um hier dann keine Wärmebrücke zu haben. Genau. Und jetzt kommen die Nacharbeiten, die aufwendiger waren als gedacht, zugegebenermaßen. Sie werden vermutlich die Platten nicht hundertprozentig plan bekommen, deshalb werden die erstmal geschliffen mit so einem Schleifbrett hier. Das ist eine ziemlich grobe Angelegenheit. Es gibt auch viel Staub. Also alles gut abdecken, was sich sonst noch im Raum befindet. Dann sehen Sie hier schon geglättet. Der Spalt, der wird gespachtelt mit einer Spachtelmasse. Das ist immer noch nicht die luftdichte Ebene. Ganz wichtig, diese Spachtelmasse ist nicht die luftdichte Ebene. Dann wird anschließend mit der Hand oder auch mit einem Exzenter oder Schwingschleifer das Ganze überschliffen, um es alles schön glatt zu bekommen. Das Gleiche wird auch mit den Dübeln gemacht. Also erstmal gespachtelt und dann geschliffen. Gibt schöne glatte Oberflächen. Und dann wird ein Luftdichtheitsklebeband von der Decke zur Platte aufgeklebt und auch vom Boden zur Platte und von den Wänden natürlich auch. Dann kommen Dämmkeile. Wie gesagt, wir müssen hier nicht zwingend im System bleiben. In diesem Fall haben wir auch einen EPS-Dämmstoff genommen, den mit Montagekleber ja, beklebt, bestrichen und dann einfach oben an die Decke geklebt. An die Wand haben wir es anders ausprobiert. Da haben wir einfach einen Dämmstoffstreifen genommen, ohne diese Keilform. Den Keil haben wir mit einem Heißdrahtschneider selber gemacht. Das geht sehr gut. Sie können die auch im Internet kaufen, zum Beispiel. Kostet ein bisschen mehr, aber nicht dramatisch mehr. Wenn Sie die Keile selber machen mit einem Heißdrahtschneider, ein Heißdrahtschneider ist sowieso ganz gut, weil der Styropor eben gut schneidet, ohne dass es irgendwelche Krümel gibt. Und wenn Sie eben ohnehin einen Heißdrahtschneider haben, dann können Sie auch die Keile gleich damit schneiden. Die sind nicht sehr teuer. Die gibt es auch gebraucht im Internet. Nachdem die Maßnahme können Sie die dann auch wieder verkaufen. Das heißt, möglicherweise machen Sie gar keinen, in Anführungszeichen, Verlust dabei beim Kaufen und Verkaufen. Oder dem Nachbarn leihen, wieder Dämmpartys machen, andere involvieren. Ist auf jeden Fall lohnend. Uns haben übrigens diese Maßnahmen alle ziemlich viel Spaß gemacht. Das war fürs Passivhaus-Institut, fürs Team auch ein gutes Teamwork-Event. Wir sind da alle ein Stückchen näher zusammengerückt und also macht einfach Laune, sowas zu tun. Genau, dann kommen die Keile eben an die Decke. Oder wie ja im Fall der Wand eben einfach ein Dämmstreifen an die Wand. Das geht
genauso gut. Hier haben wir es mit PU-Schaum angeklebt. Das ist keine gute Idee, weil der eine relativ geringe Anfangsadhäsion hat. Also lieber einen mineralischen Kleber verwenden oder eben den Montagekleber. Das geht nach unserer Erfahrung besser. Ja, dann ist es ganz wichtig, die luftdichte Ebene zu streichen mit dieser Streichfarbe. Das haben wir mit dem Pinsel gemacht. Sie können es aber auch mit der Rolle machen. Da ist es wirklich wichtig, gut abzukleben, und weil diese Farbe einfach auch spritzen kann. Aber das tut jede normale Farbe auch. Also das ist einfach wichtig, da alle Möbel und was auch immer im Raum ist, gut zu schützen. Und zum Schluss haben wir dann eine Rauffaser aufgestrichen. Die gibt es auch im Baumarkt, diese Rauffaser, ja, Streichfarbe oder aufgerollt. Das hat ziemlich gut funktioniert. Wichtig ist, dass diese Rauffaserfarbe gut aufgerührt wird, weil sich sonst leicht die Partikel unten absetzen. Und zwar ist es am besten, den hier mit so einem Rührer, ein Rührwerk für die Bohrmaschine aufzurühren. Das geht viel schneller und zuverlässiger, als wenn Sie es mit der Hand machen. Ja, und dann war die Geschichte auch schon fertig. Was kostet es? Etwa 40 Euro pro Quadratmeter ohne die Farbe. Die Farbe müssen, diese Rauffaser-Streichfarbe müssen Sie auch nicht drauf machen. Wenn Sie einen etwas geringeren Anspruch haben an die Oberflächenqualität, dann reicht möglicherweise auch schon diese Streichabdichtung aus. Die gibt es auch in unterschiedlichen Farben zu kaufen. Und natürlich können Sie das Ganze auch tapezieren oder irgendwas anderes mit dieser Wand machen. Das ist, also wenn die luftdichte Ebene, auch die dampfbremsende Ebene mit dieser Farbe mal drauf ist, dann ist es eigentlich ziemlich egal, was Sie dann anschließend noch aufbringen. Zeit, wie lange brauchen Sie? Wir haben es jetzt nicht am Wochenende, sondern unter der Woche gemacht, aber freitags vorbereiten, samstags das Ganze bauen und die luftdichte Ebene streichen und sonntags dann die Rauffaser. Das müsste so ganz gut hinhauen. An einem Wochenende für eine Außenwand in einem Zimmer sollte gut funktionieren. Und was bringt's? In unserem Fall sind es etwa 11 Euro Heizkostenersparnis pro Quadratmeter und Jahr. Das heißt, da dauert's um die 4 Jahre, bis die Investition zurückkommt. Aber dafür hält diese Geschichte auch, ja, im Grunde ewig, wenn sie eben richtig gemacht wird. Aber es richtig zu machen ist nicht schwer. Man muss eben nur diese Punkte im Kopf behalten, dass es luftdicht sein muss, keine Hinterströmung und dann eben die Wärmebrückenreduktion.